Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise, Folge 446. Herzlich willkommen zurück an der Retrobar in der Videothek. Sammlerfreunde, unsere gute Fee Judith und ich nehmen euch heute mit auf eine Reise weit weg vom Alltagsstress. Wir reisen heute wieder nach Eternia und wir haben zwei wunderschöne Figuren für euch. Einmal den Meister des Karate, Jitsu und Anti-He-Man. Leute, schnallt euch an. Es geht ins Reich der Fantasie. Jitsu und Anti-He-Man. Naja, bei Anti-He-Man kann ich euch leider keine Figur aus den 80ern zeigen. Da gibt es kein Gegenstück. Aber von Jitsu haben wir einen da. Auf die Figur habe ich mich besonders gefreut. Anti-He-Man. Ja, die Hörspielkassette Anti-Eternia, Kassette Nummer 11 aus dem Hause Europa. Meine Lieblingskassette der Masters. Bei der Kassette Anti-Eternia habe ich mich damals als Kind richtig gegruselt. Das krasse Gegenteil von Eternia. Die Guten sind böse und die Bösen sind gut. Anti-Skeletor als Guter? Skeletor hatte damals eine Maschine entwickelt, in der er ein Dimensionsportal zu Anti-Eternia öffnen konnte. Und die grauenhaftesten Monster kamen so nach Eternia. Und am Ende kämpfte He-Man gegen Anti-He-Man. Das Tolle war das Duell zwischen Orko und Anti-Orko. Orko sagt immer, o Orko aus dem Zauberland. Und der Anti-Orko, o Orko aus dem Magierland. Das Duell war echt gut. Anti-He-Man ist komplett in Schwarz. Ja, die Figur mit dem roten Haarschopf. Viele Sammlerkollegen sind hierher gegangen, haben ihre He-Mans schwarz angemalt, um so den Anti-He-Man zu kreieren. Weil die Anti-Eternia-Kassette genießt heute noch sehr hohen Kultstatus. Es handelt sich hierbei um einen normalen He-Man, der halt in Schwarz gehalten ist. Was heißt hier normal? Das ist Anti-He-Man. Im Hintergrund sehen wir sein schwarzes Zauberschwert. Ich lasse mich ja immer überraschen, welche Figuren rauskommen. Deswegen schaue ich nicht ganz so gerne in die Vorschauen. Ich lasse mich lieber überraschen. Aber sollte Anti-Eternia eine neue Serie sein, dann müsst ihr auch Anti-Orko rausbringen, Anti-Man-in-Arms, Anti-Battle-Cat und wie hieß nochmal Castle Grayskull in Anti-Eternia? Das war eine Burg mit einem Engelsgesicht. Nee, bitte die nicht. Oh, hat auch einen Hauch von Minecraft. Wie heißt diese Welt nochmal? Die Netherwelt. Also ich weiß jetzt echt nicht, welche Figur mir besser gefällt. Jitsu, Anti-He-Man oder Clawful oder der Horde Trooper. Aber Anti-He-Man ist definitiv auf den vorderen Plätzen. Ich bring's einfach nicht fertig, die Figur auszupacken. An der Unterseite sind wieder die beiden Löcher. Beigepackt ist das neue Sunman Minicomic. Sammlerfreunde, wisst ihr, was da richtig cool wäre? Wenn irgendjemand von euch kreativ wäre und dort so einen Umschlag machen würde für die Anti-He-Man-Figur, wo man die Anti-Eternia-Kassette reinpacken kann. So, hier sehen wir jetzt die Rückseite. Das Artwork ist wirklich gelungen. Guckt euch das mal an, ey, das ist richtig. Ich meine Anti-He-Man, ich meine Faker wirkt ja schon böse, aber Anti-He-Man, der stärker ist als der echte He-Man. Das Zauberschwert des Bösen. Bei der Macht von Helle Grayskull. Was ich aber auch cool fand, bei der Hörspielkassette, Orkos Zaubertricks aus Anti-Eternia funktionieren auch nicht. Also was ihr hier im Hintergrund seht, müsste Anti-Grayskull sein. Ja, guckt mal ein Stück nach unten. Der Unterseite des Kiefers. Ja, das ist der Eingang. Das ist Anti-Grayskull. Und Anti-Stinkor duftet dann wie eine Blumenwiese. Wieder mit beigepackten Minicomic.
Hier sehen wir die neuen Figuren aus der aktuellen Wave. He-Man mit dem neuen Kopf, Sunman und ganz rechts der extrem gefragte Horde Trooper. Und die untere Reihe? Skeletor mit dem neuen Kopf, in der Mitte Clawful, das Monster mit dem stählernen Griff. Und ganz rechts Anti-He-Man. Das Zauberschwert von Anti-Eternia. Ich glaube, wir müssten mal beide zusammentun. Das von Eternia und das von Anti-Eternia. Aus dem Jahre 2021, bei der Jagd erlegt 2022. Jetzt stellt euch mal so einen Umschlag vor. Und in der Mitte oben bei dem Masters-Logo ein Fach für die Hörspielkassette Anti-Eternia. Jetzt kommen wir zum großen Karate-Meister Skeletors, das Gegenstück von Fisto, Jitsu. Rechts die Origins-Version, links der Klassiker aus den 80ern. Damals gab es ja Jitsu auch mit Nightstalker und Fisto auch mit Stridor. Preislich fast nicht mehr zu schätzen. Aber ein Doppelpack Jitsu und Fisto wären cool. Inspiriert wurde die Figur, also der Name, von Jiu-Jitsu, dem Kampfsport. Wie sein Vorgänger verfügt auch der neue Jitsu über eine goldene Karatehand. Rechts die Version aus den 80ern, links die neue Origins-Version. Die neue Origins-Version, das ist goldkräftiger, während bei der klassischen Version schon fast ins Silbrige geht. Grimmig wie eh und je. Sehr schön ist auch der Brustpanzer. Der hat mir auch damals schon in der 80er-Jahre-Version sehr gut gefallen. Aber die neue Version, schwenken wir mal rüber, also jetzt mal zur alten Version, die war eher matt gehalten, schon fast schon bronzefarben. Während die neue Version schön im kräftigen Gold ist. Hier sehen wir jetzt den Armreif von Jitsu aus den 1980er Jahren. Den konnte man aus technischen und Kostengründen nicht farblich gestalten. Den Vorteil haben wir jetzt bei den Origins. Dort ist der ebenfalls in leicht abgewanderter Form vorhanden, aber schön in Goldfarbe. Okay, fairerweise muss man jetzt auch dazu sagen, zwischen beiden Figuren liegen ja über 35 Jahre. Die technische Entwicklung ist natürlich nicht stehen geblieben. Aber für mich sind es halt die Figuren, mit denen wir damals als Kinder gespielt haben. Die Origins sind auch sehr schön und wecken auch sehr viele Kindheitserinnerungen. Mich hatte damals so die Werbung beeindruckt. Jitsu hatte ein Stück Holz durchgeschlagen und sein Gegenstück Fisto hat einen Stein zertrümmert. Und ich habe mich für Fisto entschieden, weil ein Stein natürlich wesentlich härter ist als ein Stück Holz. Wenn ich manchmal auf YouTube alte Werbespots aus den 80ern sehe, von den Masters oder Star Wars Figuren, Leute, da kriege ich heute noch immer noch Gänsehaut. Unglaublich, wie effizient die Werbung damals war, dass wir heute 40 Jahre später noch die Produkte kaufen. Immer wenn ich eine solche Figur im Handel sehe, da kommen gleich Kindheitsglücksgefühle auf. Waren die Zeiten doch damals wesentlich leichter als heute und nicht ganz so kompliziert. Mit 8, 9, 10 Jahren denkt man wirklich eines Tages auf Eternia zu leben oder mit Han Solo und dem Millennium Falcon durchs Weltall zu reisen. Kommen wir nun zur Rückseite mit dem wunderschönen Artwork. Jitsu im Kampf gegen He-Man. Mich würde mal interessieren, Jitsu und Ninjor, die beiden müssten sich doch eigentlich relativ gut verstehen. Immer auf die versteckten Details achten. Rechts oben in der Ecke, wen seht ihr da? Cyclone. Und das im Hintergrund, das könnte doch Antique Grayskull sein. Sehr schön finde ich auch immer, wenn sie die Pflanzenwelt von Eternia mit einfangen. Also, da wäre ich auch gerne mal Botaniker. Oje, fleischfressende Pflanzen, etc.
Hier sehen wir auch gleich die neuen Figuren und was Jitsu alles drauf hat. Neben dem neuen He-Man und Skeletor in der Mitte die Zauberin von Grayskull. Untere Reihe ganz links der Herr der Wespen. Nicht zu verwechseln mit Kassette Nummer 12. Bassoff. In der Mitte der Beherrscher der Lüfte, Stratos, und ganz rechts Jitsu. Ebenfalls aus dem Jahr 2021, aber auch 2022, sehr schwer im Handel zu finden. Trotz allem frage ich mich, wie Anti-Skeletor aussieht. Das würde dann vielleicht ganz netter sein? Das waren jetzt Jitsu und der Anti-He-Man. Welche von den beiden Figuren gefallen euch besser? Also ich tendiere zum Anti-He-Man, wegen der Hörspielkassette. Aber Jitsu ist natürlich auch cool. Deswegen habe ich beide gekauft. In diesem Sinne, Sammlerfreunde, ich gebe zurück zur Retro-Bar in der Videothek. So, Sammlerfreunde, wir sind am Ende unserer heutigen Reise nach Eternia angekommen. Also die heutige Sendung, die muss euch gefallen haben, weil die beiden Figuren wirklich cool sind. Vor allem Anti-He-Man finde ich super. Verbindet es mich doch mit der Hörspielkassette Nummer 11, Anti-Eternia, meiner absoluten Lieblingskassette aus der Masters of the Universe-Line. Jitsu ist natürlich auch genial. Ist er auch natürlich so... wunderschöner, cooler Charakter und das Gegenstück zu Fisto. Ach, ich hoffe, es werden noch sehr, sehr viele von den Masters-Figuren erscheinen und ich hoffe ja immer noch auf das Eternia-Playset. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und noch viel Spaß beim Jagen und Sammeln und bis zum nächsten Mal mit Zedaris, Fantastic, Toys and Merchandise, euer Retro-Start ins Wochenende an der Retro-Bar in der Videothek. Der Typ mit der Schimanski-Jacke, wo die Zeit stehen geblieben ist. Bei der Macht von Grayskull! Wunderschön das klassische Masters of the Universe Motiv von Castle Grayskull. Ich habe mir noch keine Reviews von meinen Sammlerkollegen angeschaut und meinen Review-Kollegen, ob es jetzt Boomer TV ist oder der Masters of the Universe Dad. Ich will mich absolut überraschen lassen. Also ich habe schon mitgekriegt, dass die Zauberin von Grayskull sehr gut umgesetzt ist. Und das werde ich mir nachher in aller Ruhe anschauen. Das ist mein First View auf dieses Playset. Hier wunderschön die europäische Box. In vielen Sprachen. Oder ich würde eher sagen die internationale Box. Nicht zusammengebaut. Ja, das kriegen wir hin. Und hier sehen wir den Helden der Geschichte, He-Man, im ewigen Kampf mit Skeletor um die Macht von Eternia. Ich habe mir die Box natürlich ganz genau angeschaut. Es sind immer wieder die vielen kleinen Details, wo die reingearbeitet haben. Links unten Evelyn und Triclops. Und ich würde mal sagen, Krieger aus dem Totenreich. Ah, Spoiler-Alarm, kommen die auch als Actionfiguren raus? Hier sehen wir Wareman gegen Triclops. Ah, ich glaube, da kriegt Triclops was aufs Auge. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Masters of the Universe. Hier ist die Schlacht im vollen Gange. Auf den warte ich auch schon, Stratos, den Herrn der Lüfte. Und hier rechts im Bild Beastman mit seiner Peitsche gegen Man E-Faces. Man at Arms gegen Merman. Trapjaw gegen Teela. Der geheimnisvolle Zodak. Ja, ist er ja in diesem Fall auf He-Mans Seite oder auf Skeletors Seite? Oder steht er mal wieder neutral da und guckt, wie sich alle kloppen? Das Doppelgeschütz. Hier auch wunderschön die Zauberin von Grayskull. Vor dem wunderschönen Sternhintergrund sehen wir drei Skyslats im Anflug. Frei ab 6 Jahre.
Hier sehen wir jetzt die Rückseite der Box mit den ganzen Masters of the Universe. Auch wunderschön das Erklärungsbild. Oh. Da möchte man das Ding doch gleich aus der Box rausreißen und loslegen. Findet ihr nicht auch, Sammlerkollegen? Evelyn, Beastman und die beliebteste Figur des Jahres, Scarglow. He-Man auf Battlecat, Skeletor auf Pantor und in der Mitte die Zauberin von Grayskull. Und ganz am Rande Teela. Von links Man-E-Faces, der Zauberer Orko und Man-At-Arms. Ja Leute, der Landshark, Merman und Trapjaw. Und oben auf dem Schloss wieder der geheimnisvolle Zodak, der kosmische Magier. Oh Gott, wo ist denn da Deutsch? Aha, dritte Reihe von oben. Enthält Zauberinfigur, zusätzlich abgebildete Figuren und Fahrzeuge separat erhältlich. Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten. Na, diese Abweichungen nennen wir Varianten und kaufen sie dann sehr teuer auf Sammlerbörsen. Jo, das macht doch das Sammeln erst sammelnswert. Die rechte Seitentasche der Box. Ah, hier hat uns Mattel ein wenig vom Motiv verheimlicht. Der Kampf Battlecat und Pantor, das schauen wir uns mal gleich genau an. Battlecat gegen Pantor. Deswegen die Boxen und Verpackungen immer ganz genau anschauen. Bei diesen wunderschönen Kunstwerken übersieht man gerne etwas. Man kann sie immer wieder anschauen und entdeckt immer noch was Neues. Geht mir teilweise bei den klassischen Figuren so nach fast 40 Jahren. Oder schaut euch das mal hier an. Der Ringplanet. Die linke Seitenlasche der Box, ebenfalls mit verschwiegenen Details. Leute, man muss das Gemälde im Ganzen betrachten. Hier sehen wir Fisto im Kampf, der Mann mit der eisernen Faust. Und wo er ist, dürfte auch Jitsu nicht weit sein, sein Gegenstück der Karatekämpfer. Und hier sehen wir jetzt zwei Adler. Na, die kommen mir ein bisschen bekannt vor, aus der Power of Grayskull Serie. Die Oberseite der Box mit den Erklärungen. Oh, so gut getroffen, wie damals in den 80ern. Ah, links im Bild. Seht ihr Skeletor? Die berühmte Szene, wo er auf dem Thron sitzt, rumfährt und He-Man fällt in die Fallgrube. Das kam damals auch bei den ersten Werbetrailern in den 80er Jahren, wo das Spielzeug beworben wurde. Rechts sehen wir den Herrn der Lüfte, Stratos, mit dem Doppelgeschütz. Der Beastman mit seiner Peitsche, er hat sich bis zum Waffenständer in der Castle Grayskull durchgekämpft. Teela im Aufzug mit ihrem Cobra-Schlangenstab. Also da sieht man, dass die neuen Figuren schon sehr gut sind. Dadurch, dass man die Gelenke so bewegen kann, kann man die Arme und Beine in jegliche Position bringen. Die Unterseite der Masters of the Universe Castle Grayskull Box. Leute, ich will das Ding endlich auspacken. Ich will es auspacken. Die Burg stammt aus dem Jahre 2020. In den USA sind ja schon einige in Handel gekommen, aber bei uns in Europa nicht. Ja, und jetzt ist 2021 und ich habe sie endlich. Und hier sehen wir jetzt die Burg. Wunderschön. Hier, bla bla bla, fertig. Okay, jetzt will ich auspacken. So, Sammlerfreunde, es ist soweit. Ich öffne jetzt die Burg. Dafür brauche ich mein fabrikneues, 40 Jahre altes Schweizer Taschenmesser. Ist sie, die Burg der Zeitlosen. Die Sammlerwelt hält den Atem an. Ja. Leute, es ist Weihnachten 1986. Bloß mit dem Unterschied, dass ich den Karton nicht beschädigen darf. Das ist sie. Endlich. Zu
Gewehr. Oh. Das Doppelgeschütz, ja, das hat sich ein bisschen verändert. Ah ja. Kenne ich auch noch. Oh, der Thronsaal. Der Waffenständer. Der zweite Waffenständer. Ja, und hier ist er. Da ist sie. Oh, die ist wirklich schön. Die ist wirklich super gelungen. So, Sammlerfreunde, hier ist die Anleitung und ich werde jetzt dieses Playset aufbauen. Oh, das wird ein Spaß. Noch alles im Rohbau. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Mein Schweizer Zauberschwert. Geist von Grayskull, baue dieses Schloss. Dieser Drehtag geht zu Ende. Dieses Playset ist einfach schön. So, Sammlerfreunde, jetzt schauen wir uns mal die Burg von außen an. Jo, man erkennt sie gleich wieder. Die Castle Grayskull der 80er. Aber auch leicht modernisiert. Beginnen wir im Außenbereich. Nachdem ich euch die Burg gezeigt habe, zeige ich euch noch das klassische Modell von 1981 und da ziehen wir dann Vergleiche zur neuen Burg. Hier sehen wir jetzt mal beide Burgen im Vergleich. Links die neue Version. Rechts die klassische Version aus den 80ern. Da bin ich jetzt mal gespannt. Beginnen wir mit der neuen Version. Ja, was werden wir als erstes nehmen? Das Tor. Das Tor ist wunderschön gestaltet, vor allem mit den modernen Farben und wo so schön die Details herausgearbeitet wurden. Dank moderner Produktionsmethoden sieht das Tor natürlich heute wesentlich schöner und interessanter aus als damals vor 40 Jahren. Die Beschläge sind jetzt wunderschön in Metallfarben gehalten. Auch die Holzmaserungen sind jetzt sehr gut zu erkennen. Und hier sehen wir jetzt das klassische Tor aus dem Jahre 1981. Komplett in Grün und damals war es halt technisch noch nicht möglich. Und es war einfach zu aufwendig und zu teuer. Komplett in Grün gehalten. Und leider nicht viel herausgearbeitet. Dadurch, dass alles in Grün gehalten wurde, gehen die vielen Details natürlich verloren. Die Beschläge verschwinden komplett vor dem grünen Hintergrund. Schade eigentlich, aber es war halt damals nicht möglich. Fast unsichtbar. Hier sieht man jetzt gut bei einem klassischen Modell, dass die Holzmaserung und die Steinwand nahezu übergangslos ineinander übergehen. Hier zum Vergleich die neue Castle Grayskull. Sehen wir uns nun das Gesicht der Castle Grayskull an. Hier die neue Version. Sehr gut getroffen sind die schwarzen Augen und die schwarze Nasenhöhle. Wirkt richtig gruselig und bedrohlich.
weiß damals noch, wo ich die ersten Bilder von der Castle Grayskull gesehen habe. Die Burg mit dem Totenkopfgesicht und das Maul ist das Tor, das die Figuren verschlingt. Oh, diese Geschichte fasziniert mich und hunderttausende andere Fans bis heute. Kommen wir nun zum klassischen Modell aus Kindertagen. Ja, das Modell von 1981. Gut zu erkennen, die Backen sind hier ein bisschen dicker als bei der neuen Version. Bleiben wir gerade bei der klassischen Version von 1981. Hier die Aufbauten. Auf der Stirnplatte sieht man sehr gut, dass die Balken herausgearbeitet sind. Hier sehen wir jetzt zum Vergleich die neue Version von 2020. Dort sind die Balken mehr oder weniger vom Kopf geschluckt worden. Bleiben wir bei der neuen Version, sehen wir uns nun jetzt mal das Turmfenster an. Und hier die Version von 1981. Gut erkennt man, dass das Fenster ein wenig hervorsteht. Die klassische Version der Obra-Teil mit den beiden Türmen und mit dem Ornament oben auf der Stirn. Hier jetzt die neue Version. Das Ornament oben auf der Stirn ist besser ausgearbeitet als etwas größer. Kommen wir nun zum Verbindungsstück zwischen Vorder- und Hinterteil. Hier beim klassischen Modell konnte man beide Teile trennen. Ah, da wird wieder so eine Erinnerung wach. Patrick, mein Freund aus Kindertagen, hatte ja die Castle Grayskull. Und als er beide zusammensteckte, hat er sich damals die Finger eingeklemmt. Oh. Ich habe mit Absicht eine Castle Grayskull genommen, die bespielt ist. Da kommt ein bisschen mehr Retro-Feeling auf. Oh, was haben wir Abenteuer mit den Masters of the Universe erlebt. Und hier sehen wir jetzt die neue Version. Gut zu erkennen, Vorder- und Rückteil lassen sich nicht mehr trennen. Vorder- und Rückteil sind fest mit einem Scharnier verbunden. Dies hat jetzt natürlich den Vorteil, dass nichts mehr abbrechen kann. Sammlerfreunde, da kommen jetzt wieder Erinnerungen hoch. Ich weiß noch, wie wir früher in der Schule immer mit den Masters gespielt haben. Oder nach der Schule. Jeder hat ein paar Figuren gehabt. Und dann haben wir die gesamten Abenteuer von Eternia nachgespielt. Und dann noch die Hörspiele aus dem Hause Europa. So, Sammlerfreunde, hier sehen wir jetzt die Rückseiten der beiden Castle Grayskulls. Links die neue Version, rechts die alte aus den 80ern. Gleich erkennt man, dass im oberen Bereich ein zusätzlicher Turm hinzugefügt wurde. Und auch hier dieser schöne Torbogen. Und hier vorne wurde alles weiter rausgezogen, um mehr Platz im Innenraum zu schaffen. Für mehr Action. Schauen wir uns das alles ganz genau an. Hier die neue Version. Mit der beginnen wir jetzt einfach. Hier sieht man, wie die Fenster weiter rausgezogen wurden, um mehr Platz im Innenraum zu schaffen. Der zusätzliche Turm ist natürlich perfekt, schafft er doch mehr Platz zum Spielen. Also ich unterstelle den Kindern mal, dass sie genauso viel Spaß haben werden wie wir vor über 35 Jahren. Das Dach über dem Turmfenster ist auch mehr im klassischen Mittelalterstil gemacht. Sehr schön. Hier sehen wir jetzt nun den Klassiker aus den 80er Jahren. Links gut zu erkennen, da fehlt der Turm. Fantasy und Science Fiction begeistert die Menschen auf der ganzen Welt. Das war gestern so, heute und wird auch morgen noch so sein. Und Masters verbindet halt beides. Science Fiction und Fantasy. Was zum Beispiel auch sehr gut ist, der Haltegriff, um das gute Stück zu tragen, wie ein Koffer. Bei der 80er-Jahre-Version haben die 80er-Kids von heute Probleme.
Die neuere Version ist etwas größer und da passen auch die Hände der 80er Kids rein. Ihr versteht die Anspielung. Kommen wir nun zum Mittelteil. Hier die neue Version. Und jetzt reisen wir 40 Jahre in die Vergangenheit. Hier im direkten Vergleich die klassische Version. Hier gut zu erkennen, die Fenster. Der gleiche Blickwinkel auf die klassische Version. Jo, hier fehlt das Fenster. Die Positionierung des Mittelteils ist mittiger, im Gegensatz zur Version aus den 80ern. Die ist doch links gelagert. Kommen wir nun zum unteren Teil. Gut zu erkennen ist hier das zugemauerte Tor. Ja, ich sehe schon die Fanboys, wenn sie anfangen, in Heimarbeit hier ein Tor einzubauen. Die klassische Version aus den 80ern. Hier sehen wir jetzt die beiden Verbindungsstücke. Links neue Version, rechts klassische Version. Hier die neuen Haken der neuen Version. Sammlerfreunde, ich weiß, die Masters Classics sind eigentlich was anderes, aber ich verbinde mit den Classics immer die Toys aus den 80ern. So Leute, jetzt kommen wir mal zum Innenteil. Links die neue Version, rechts der Klassiker. Beginnen wir mit der neuen Version. Leute, da gibt es sehr viel zu zeigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Z an, Z wie Zubehör. Hier sehen wir das Trainingsgerät. Rechts klassisch, also 1981, links die neue Version. Die klassische Version. Vom Kosten- und Technikaufwand war es natürlich nicht möglich, alles ganz genau zu gestalten. Ja, das konnte man erst Jahrzehnte später. Die neue Version, die ist auch wesentlich leichtgängiger und natürlich viel, viel besser gestaltet. Jetzt beschäftige ich mich seit 40 Jahren mit Masters und habe nicht gemerkt, dass das eine Faust ist. Hier sehen wir jetzt die beiden Doppelgeschütze im Vergleich. Links die neue Version, rechts die alte Version aus den 80ern. Die Zwillingsrohre liegen etwas weiter auseinander. Nun schauen wir uns das neue Geschütz an. Hier ist gleich zu erkennen, dass die Rohre eng nebeneinander liegen.
Hier sehen wir jetzt den Waffenständer. Der ist ja der beliebteste, wegen den vielen Zubehörteilen. Ja, links die neue Version, rechts die 80er-Version. Die Holzoptik verpasst natürlich dem Ganzen das gewisse Flair. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Sammlerkollege auch noch hier die Bolzen anmalen wird. Und wie bei den ganzen Masters Toys sind es wieder die vielen Kleinigkeiten, die wohl das Playset so schön machen. Die vielen versteckten Details, die einem ermöglichen, dieses Set immer wieder anzuschauen und immer noch was Neues zu entdecken. Was natürlich sehr gut ist, hier sind richtige Haltegriffe, also so Clips angebracht. So können die Waffen nicht mehr ohne weiteres rausfallen. Ist es noch ein zusätzlicher Waffenständer beigepackt? Ja, den gab es in der alten Version nicht. Der ist auch wunderschön in diesem Adler-Design. Könnt ihr euch mal zum Baumarkt gehen, mir da so einen nachbauen. Hier kann man auch wunderschön die Waffen reinlegen. Auch hier sieht man wieder die wunderschöne Holzoptik. Selbstverständlich auch die Leiter, die darf nicht fehlen bei der neuen Version. Links in der wunderschönen Holzoptik, rechts die 80er Jahre Version. Also ich habe irgendwie das Gefühl, als würden gleich meine ganzen Schulfreunde kommen und wir würden loslegen hier am Garten. Wie damals. Ja, ich nehme aber heute Trapjaw. Und dann stürmen wir die Castle Grayskull. Ach Leute, war das eine geile Kindheit. Mit dem Yps-Heft, den drei Fragezeichen, drei Fernsehprogrammen, die fünf Freunde, Spaß am Dienstag, Speedy Gonzales. Ach ja. Hier sehen wir jetzt den 80er Jahre Waffenständer. Jo, mit kräftigen Spiel-, Gebrauchs- und Actionspuren. Das größte Problem des 80er Jahre Waffenständers war, dass die Waffen nicht festgemacht waren oder eingeklipst. Und deswegen konnten die sich sehr schnell lösen. Und bei der geringsten Erschütterung fielen die Waffen raus. Und ihr wisst ja selber, wenn wir gespielt haben, dann gab es nicht geringe Erschütterungen, sondern Erdbeben. Was einem natürlich gleich auffällt bei dem neuen Playset, es wurde ein anderer Kunststoff verwendet. Heute ist man natürlich in der Lage, 40 Jahre später, andere Kunststoffe, vor allem auch umweltfreundlichere, zu verwenden. Sammlerfreunde, beginnen wir jetzt mit dem Innenbereich der Burg. Also ich zeige euch immer die neue Burg und dann immer wieder die 80er. Sag euch aber auch dann, bei welcher wir uns gerade befinden, nicht dass es da zur Verwechslung kommt. Also wenn ich jetzt so 35 bis 40 Jahre jünger wäre, würde ich die Sendung hier nicht machen. Ich würde einfach losspielen. Die neue Burg hat natürlich ein komplettes Facelifting bekommen und mit sehr vielen schönen neuen Details. Wo fangen wir an? Beim Eingang oder beim Aufzug? Ach, ich fange beim Aufzug an. Hier sehen wir jetzt den Bereich der neuen Burg. Sehr schön. Der Aufzug unterscheidet sich fast nicht von der klassischen Version. Bis auf eine Kleinigkeit. Hier eine Nocke zum Aufstecken der Figur. Was auch sehr schön ist, der Boden ist besser ausgearbeitet mit den Platten. Das gab es bei der klassischen Version nicht. So Leute, jetzt machen wir einen kurzen Zeitsprung in die 80er. Hier der Aufzug aus dem Jahr 1981. Da die 80er-Figuren keine Löcher in den Füßen hatten, gab es natürlich auch keine Nocken. Hier ist der Fußboden nun glatt. Gut zu erkennen. Jo, die neue Version mit den Steinplatten ist dann schon besser. Ich mag diese bespielte Burg, weil da muss man immer daran denken, wie viel Abenteuer man damit erlebt hat. Und ein kleines bisschen Staub noch hinzu. Ja, das ist es. Oh Gott, wie unsere Burgen immer ausgesehen haben, wenn ich hier im Garten fertig war. Die hatte ein paar Actionfiguren mehr und die haben sich sogar in echt bewegt. Leute, die Geschichte muss ich jetzt einfach loswerden. Wir sind gerade hier oben in der Dachzinne und da hat mir einer auf der Comic-Con in Stuttgart erzählt gehabt, als Kind hat er bei einem Freund mit der Castle Grayskull gespielt und da war eine Kreuzspinne drin. Und er dachte, die gehört dazu, greift rein und hat einen riesen Schreck bekommen, wo sie sich bewegt hat.
Ja, die war wirklich detailreich gestaltet. Schön im Hintergrund ist jetzt auch die Steinwand zu erkennen, die man auch von außen her sieht. Gibt dem Ganzen so was Uriges. Aktivieren wir den Fluxkompensator und reisen zurück ins Jahr 2021. So, der Aufzug geht gut, ist neu. Aber der klassische Aufzug funktioniert nach 40 Jahren auch noch. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach oben. Damit zieht man den Aufzug nach oben. Was jetzt natürlich gleich auffällt, ist der zweite Turm. Wenn wir mal ganz kurz zurückreisen in die 80er, da sehen wir, dass der zweite Turm nicht existiert. Anstelle dessen ist eine Aussparung. Hier fällt natürlich gleich die wunderschöne Bodenplatte auf mit der Holzmaserung. Die Bretter sind schon schön, so wie in den mittelalterlichen Burgen, also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Kompliment an Mattel. Die Aussparung für den Aufzug ist auch nicht ganz durchgängig. Und wieder eine Reise zurück in die 80er. Keine Holzmaserung, eine einfache Kunststoffplatte. Naja, es war halt vor 40 Jahren. Vergleicht mal die Funktelefone von damals mit den Smartphones heute. Oder den damaligen Heimcomputer Commodore 64 mit den heutigen Notebooks. Oder vergleicht mal den damaligen Computer, den 64er, nein, 1981 war es noch der VC20, mit den modernen Notebooks. 20 Kilobyte gegen 2 Terabyte. Oh Gott. Rechnet mal jemand aus, wie oft der VC20 in 2 Terabyte reinpasst. Hier sehen wir jetzt den Aufzugsschacht. An diesem Computer, wo man per Livecam in den Weltraum sehen kann, sieht man auch ein bisschen den Widerspruch der Masters. Auf der einen Seite mittelalterlich, auf der anderen Seite hochtechnologisiert. Die Story schwankt ja auch immer ein bisschen. Ursprünglich sollte Eternia aus einem Planeten bestehen, wo noch Fragmente einer alten Technologie vorhanden ist. Und dann im Laufe der Zeit änderte sich auch die Story. Da wurde der Charakter des Prinz Adam eingeführt und viele weitere Veränderungen. Der Computer hat aber trotzdem viel Ähnlichkeit mit den Großcomputern aus den 80ern. Und hier sehen wir jetzt den Computer aus den 80ern. Er ist relativ einfach gehalten und wurde nur aufgeklebt. Und ich habe ihn irgendwo hingelegt und finde ihn nicht mehr. Hier auf den Zinnen auch sehr gut zu erkennen, wieder eine der Nocken zum Aufstecken der Figur. Die gleiche Stelle bei der 80er-Jahre-Version. Das Herzstück der Castle Grayskull ist der Thronsaal. Ein kurzer Schwenk zurück in die 80er. Hier sehen wir die 80er-Jahre-Version. Okay, Sammlerfreunde, sehen wir uns mal die neue Version an. Auch hier wieder die wunderschöne Holzoptik im mittelalterlichen Stil. Die beiden Löcher, wo ihr vorne seht, oder die Mulden, sind für die Leiter gedacht. Die kann man dort einklipsen. Besonders schön ist natürlich der Teppich gestaltet mit der Falltür. Die Mechanik des drehbaren Stuhls und der Falltür wurde deutlich verbessert.
Und hier in der Ecke, ein wunderschönes Detail, der Computer. Und nun sehen wir uns die 80er-Jahre-Version an. Gleich fällt auf, dass sich der Thron ein wenig unterscheidet. Hier zum Vergleich die neue Version. Gerade am Kopfstück, da erkennt man es. Die neue Version. So, meine Freunde, hier sehen wir jetzt den Eingangsbereich der neuen Castle Grayskull. Yo, das Tor, das aussieht wie ein Kiefer. Oh, seht ihr die Zähne? Leute, ich kann da gar nicht hinschauen. Man hat mir vor 2 Wochen einen Weisheitszahn rausoperiert. Er steckte noch komplett im Kiefer drin und war noch nicht mal sichtbar. Also gehen wir da ganz schnell weiter. Das Tor der neuen Grayskull ist natürlich besser gestaltet. Der Aufkleber mit dem Kerker? Ja, da ist allerhand los. Also Sammlerfreunde, okay, in der Zelle möchte ich auch nicht sitzen. Hoffentlich hält es Schloss. Bei der neuen Version sieht man wiederum sehr gut, wie schön diese Schieferplatten eingearbeitet wurden. Und schwupps, ein Blick zurück in die 80er. Und auch hier habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich die Zähne sehe. Autsch, hat es wehgetan. Hier sieht man sehr gut, ja, das Zauberschwert. Eines der größten Probleme dieses Playsets war, dass oftmals die Halterung hier abgebrochen war. Und diese wurde in diesem Fall geklebt. Habe ich mit Absicht so gelassen, dass ihr es seht. Das gibt es jetzt bei der neuen Version nicht mehr, das Problem. Und hier sehen wir jetzt den Kerker der klassischen Version. Ja, wer da drin ist, der muss aufwachen für den Albtraum. Der Aufkleber ist etwa um 50% kleiner als bei der neuen Version. Und auch hier wieder eine glatte Bodenfläche. Die oberen Zinnen. Und zurück in die 80er. Hier wird gut zu erkennen, keine Holzoptik. So, Sammlerfreunde, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight des neuen Castle Grayskull Playsets. Beigepackt ist die Zauberin von Grayskull. Hier links im Bild ganz in weiß, rechts die klassische Version aus den 80ern. Diese Figur gibt es nur exklusiv mit der Castle Grayskull. Also man hat versucht, sich so gut wie nur möglich an die 80er Jahre Version zu halten. Ich schwenke immer wieder rüber zum Klassiker. Die Flügel sind wunderschön in transparent gehalten. Ja, bei der klassischen Figur sind es halt die Beingummis, die ein bisschen stören. Die Oberschenkel mussten halt so dick sein, sonst hätten die Beingummis nicht reingepasst. Selbstverständlich sind alle Gelenke beweglich bei der neuen Figur. Also die klassische Zauberin von Grayskull ist schon sehr schön gestaltet, aber die neue, der Hammer. Also, Leute, ich will ja nicht irgendwie was sagen, aber ich persönlich halte die neue Zauberin von Grayskull für eine der schönsten Actionfiguren der letzten Jahre.
Es wurden sehr viele kleine Details verbessert. Hier zum Beispiel die kürzeren Haare, die passen jetzt auch richtig gut dazu. Die 80er-Version ist natürlich auch schön, aber ich will mal so sagen, man hat mit der neuen Zauberin auch eine modernere Figur geschaffen, die in die heutige Zeit passt. Ein wunderschönes Stück. Was ich super finde, das gesamte Castle Grayskull Playset kostet so um die 90 Euro, wenn man es regulär kauft und es regulär bekommt. Und die klassische Version in den 80ern kostete 90 D-Mark. Inflationsbereinigt dürfte das in etwa das gleiche sein. Aber bei der klassischen Version gab es keine Zauberin von Grayskull. Die erschien erst Jahre später. Erst 1986 kam sie in den Handel. Bei uns etwa 1987, also schon fast zum Schluss der Masters of the Universe Line. Und die neue Zauberin erscheint gleich zum Anfang. Oh, ganz vergessen. Mal sehen, ob das neue Schwert auch bei den alten Burg geht. Geht. Und da sind die ganzen Zubehörsachen drin. Zauberin, ich muss sie mal ganz kurz entfernen. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Ui, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Da ist ein Federmechanismus drin. Cool. In der 80er Version war es der Hebel. Bevor wir zur klassischen Castle Grayskull kommen, die Burg, wo bei der neuen Box dargestellt ist, ist eigentlich die klassische Castle Grayskull von 1981. Schaut mal genau hin. So, und jetzt aktivieren wir den Fluxkompensator und reisen zurück ins Jahr 1981. Das klassische Motiv der Castle Grayskull. Die Bilder sind natürlich Gemälde. Das ist einfach nur schön. Richtig wunderschöner Fantasy-Style. Die Box ist so richtig schön düster gehalten. Für Kinder ab 5 Jahre. Wunderschön ist auch dieses düstere Flair eingefangen. Ja, in der Anfangszeit war die Story noch nicht ganz klar. Seht ihr im Hintergrund, Beastman kämpft zusammen mit Teela, He-Man und Man-at-Arms. Und hier sehen wir den Abgrund. Oh, wie ich als Kind im Spielwarenfischer stand und mir den Karton der Castle Grayskull angeschaut habe. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Hier sehen wir jetzt mal die Oberseite der Box. Unten modern, oben 80er. Die Unterseite der Box. Oben die 80er Version, unten die moderne. Die linke Seitenlasche. Die rechte Seitenlasche. Vorder- und Rückseite der 80er Jahre Box waren identisch, bis auf die Schrift. So, Sammlerfreunde, jetzt kommt wieder der schwierige Teil. Welche Burg gefällt mir besser? Leute, das kann ich nicht sagen, weil mit der klassischen Burg haben wir als Kinder gespielt und unsere Abenteuer erlebt, zusammen mit den Freunden in der Schule und so weiter. Und die neue Version ist halt ein Sammlerstück. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die neue Burg ist auf jeden Fall ein Kauf. Das ist wirklich ein Pflichtkauf. Die neue Burg ist wunderschön gestaltet. Auch die vielen kleinen Details, wie zum Beispiel der zusätzliche Turm. Und was natürlich das absolute Highlight ist, was meiner Ansicht nach schon für den Kauf berechtigt, ist die Zauberin von Grayskull. Also eine der schönsten Actionfiguren der letzten Jahre. Ihr müsst sie mal in der Hand halten. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Ja, es ist natürlich alles auch ein bisschen anders da. Moderner. Aber nicht so übertrieben modern, man hat das klassische Design gelassen, sodass man die Burg wiedererkennt. Bei manchen Toylines ist es ja so, wenn man nach Jahrzehnten was neu auflegt, dann erkennt man die wirklich nicht mehr wieder. Das ist also hier nicht der Fall.
Auf jeden Fall ein Pflichtkauf für jeden Sammler, für jeden Fan und für jeden Fan der 80er. Und was man auch noch dazu sagen muss, der Kunststoff ist heute natürlich moderner. Er ist ökologischer und auch besser in der Verarbeitung. In den 80ern sah das natürlich vor 40 Jahren natürlich alles ganz anders aus, ist ja klar. Also das ist einfach mein Fazit. Kauft euch beide. Oh, ist das ein Feeling gewesen, wo ich die vorher ausgepackt habe. Was heißt vorher, das war gestern. Das war ein Feeling, echt. Ich habe mich gefühlt wie in den 80ern.